Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Oldtimer-Mod hier vorstellen. Der ist hier auch für die Konsolen hier verfügbar. Ja, hier handelt es sich um den Deutz VD80. Der kostet hier 20.000 Euro in Anschaffung und 1.020 Leasing. Ja, was mir jetzt gleich jetzt mal einmal auffällt, ja, er sitzt hier schon mal im Shop, schon ein bisschen tiefer. Schauen wir mal, ob das dann auch draußen auch so ist. Ja, das werden wir dann natürlich auch dann gleich sehen. Ja, unsere Höchstgeschwindigkeit hier, 32 km/h, 50 Liter Dieseltank und wir haben 75 PS entsprechend hier 55 kW. Also, wir haben ja noch hier Verbleib der Felgen. Wenn man es möchte natürlich, ich würde den eher so kaufen. Ja, kauft man einfach nochmal. Ich habe mir schon mal gekauft, aber ist ja egal. Ich habe den schon mal bewegt und deswegen, ja, also wenn man hier kauft schon mal, dann sehen wir hier, er hängt schon mal im Boden drin. Auch wenn man schon gefahren hat, okay. Dann sehen wir jetzt hier, er hängt im Boden drin. Ich habe jetzt mal das hier eingeschaltet, dass wir sehen, wo die Kollision hier von der Map natürlich ist, dass der hier in dem Boden drin hängt. Das ist halt ein bisschen blöder gemacht, muss man sagen. Das sieht ja so her aus. Normalerweise ist jetzt, wie wir hier sehen, ja, eine andere Kollision so her, dass hier das nicht runter geht. Also hat was damit zu tun. Wie wir ja sehen, ist das Orange immer noch eine Kollision. Und das Rote ist auch eine Kollision. So. Ich glaube jetzt. So, jetzt haben wir es. Also, steigen wir mal ein. Die Hände, ja, sind ein bisschen so nach innen gedrückt. Auspuff, ja, leider hier, wie wir sehen, oben her geschlossen. Das ist so optische Sache. Das sind jetzt auch hier, er hängt zu tief im Boden drin. Schade irgendwie. Gute, ja, funktioniert. Achse vorne ist starr. Ich glaube, das ist auch eine starre Achse. Ja, das ist eine starre Achse. Ich teste gerne mal so, mal schauen, das ist immer interessant. Sound hier ist ein bisschen laut. Bremslicht. Füße, da arbeitet der ganz wenig, nur auf einer Seite. So, wollte ich mal, hier uns mal die 80 finden. So. Und wir sehen, hier passt hier also der Hatcher. Dynamisch läuft hier keine verbaut. Allgemein ist laut ist er. Ja, cool, wenn er ein bisschen Aufbruch hat. Da sehen wir jetzt hier, also Zapfwelle nimmt er hier nicht, wie wir gerade sehen. Aber da flattern mir leicht ein bisschen die Ohren, muss ich dazu auch was sagen. Hier nimmt er hier die Zapfwelle, wie wir sehen. Ja, auch oh, ist halt viel leiser. Das ist ja sowas von laut. Schalten wir mal aus. So, schalten wir live. Also Animation ist hier nicht
Pedal, das rechte ist hier animiert. Sonst hier nichts. Man hört auch linker Sound. Ah ja, die Tachonadel ist hier, wie wir sehen, hier animiert. Aber man sieht sie so her nicht von innen. Wenn wir jetzt so aufschauen, da sehen wir jetzt die hier, also oder Drehzahlmesser eher gesagt. So, Bremse nicht funktioniert. Jetzt machen wir hier unseren Lichttest natürlich. Einmal leicht schalten. So, linker, wenn wir sehen hier links. Also rechts. So, zweiter Mal F. Also wir können noch einmal schalten. Ich würde mal sagen, wir schauen uns den mal an, aber cool ist schon mal hier, dass das Lenk an den Lenkgetriebe her, dass das hier auch hier schön animiert ist, muss man wirklich sagen. So, stellen wir jetzt mal so her, dann nachher für unser Foto natürlich. So her, ja, ist es hier vorne her, das also ausgeprägt, muss man sagen. Texturmäßig, ja, es könnte ein bisschen, ja, wie soll ich mal sagen, ja, er wirkt irgendwie so komisch. Ich glaube, es sollte eher so auf alt wirken. Ja, vielleicht ist das ein bisschen vermoost oder hier, ich weiß es ja auch nicht ganz genau. Aber sonst, ich finde, der ist nicht schlecht. Da gehört noch ein bisschen was dran gemacht, natürlich. Ja, schade ist, finde ich, schon mal hier so ein Fehler natürlich hier, dass die Reifen hier im Boden hängen. Wir haben es im Shop ja auch schon gesehen. Das stimmt dann was mit der Kollision da so her nicht. Dass der so tief unten dann drin hängt natürlich. Der Achse ist von Haus aus, wie wir gesehen haben, starr. So her. Er ist ungemein laut von, also den Sound selber her. Da gehört er mit einer Spur leiser natürlich. Auspuff, ja, also lass dich drüber streiten, würde ich mal sagen, hier, dass da oben her zu ist. Man könnte es auch eine Klappe natürlich machen können. Aber muss ja nicht sein. Ja. Also, wie gesagt, also meiner Meinung nach, es gehört noch ein Update her. Es gehört nochmal dran geschraubt und gehämmert und ein bisschen Farbe drauf. Dann haben wir natürlich einen ganz schicken Deutz, würde ich mal sagen. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Ja, und bevor wir es noch hier vergessen, sehen wir jetzt hier, ja, unser Deutz ist hier fehlerfrei. Also das ist schon mal als un und auf natürlich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.